Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück bei Train Life, a Railway Simulator. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute machen wir eine neue Reise, aber vorher, bevor wir die Reise beginnen, geben wir erstmal die Verstärkungspunkte aus, die wir bekommen haben. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo das geht. Hier bei eigene Fertigkeiten, da kann man dann sowas hier wie Kraftstoffverbrauch, mehr Geld durch Mitarbeiter, Bußgeldreduzierung, Reservierung. Okay, dann können wir mehr Frachtverträge reservieren. Erlittener Schaden an der Lokomotive wird gesenkt. Das passiert, wenn man zum Beispiel Vollbremsung macht oder über Tiere drüber fährt. Und wir haben dann mit jeder Stufe, die wir hier investieren, mehr Kapazität auch für Passagiere und Post. Erstmal möchte ich aber hier gucken, dass ich den Kraftstoffverbrauch runterkriege und Bußgelder. Das möchte ich auch reduzieren. Freigeschaltet im Level. Was haben wir hier Schönes? Okay, hier sehen wir, was wir alles freigeschaltet haben und was wir beim nächsten Mal dann freischalten können. Wir fahren aber heute mal wieder ein Szenario. Wir könnten hier mit dem ICE fahren. Wir könnten auch mit dem ICE4 fahren. Aber ich würde sagen, das machen wir dann mal im Stream, weil das ist doch für eine Folge dann ein wenig lang. Gibt es hier noch mehr? Postgut können wir fahren. Hier unten können wir noch einen Kohlezug fahren. Ölbohrturm. Wir fahren aber, würde ich sagen, hier einfach mit dem ICE3 von Berlin nach Hamburg. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. 20.000 Euro kriegen wir als Geldbelohnung. Erstmalig kriegen wir die zweifache Belohnung, wenn wir das erste Mal fahren. Und wir fahren von Berlin nach Hamburg. Ohne Zwischenstopp. Auf geht's, würde ich sagen. Wieder mit dem ICE3 und dann beim nächsten Mal mal schauen, wann ich es schaffe im Stream. Aber dass wir das Game auch mal zusammen im Stream spielen, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, müssen wir erstmal Zugang beantragen und dann fahren wir los. Auf geht's im Intercity Express 3. Kann man quasi sagen, wir sind in der letzten Folge hier angekommen, im Berliner Hauptbahnhof. Dass wir jetzt einfach weiterfahren nach Hamburg. Ja, das war einfach ein bisschen Geld verdienen, ne? Damit wir uns dann auch bessere Lokomotiven kaufen können und natürlich auch im Level aufsteigen, um dann diese Lokomotiven auf freizuschalten. So, einmal bremsen. Ah, ich muss die Scheinwerfer einschalten. Gleich mal wieder eine Strafe kassiert, weil ich die Scheinwerfer nicht eingeschaltet habe. Ja, ich hatte jetzt bei Maverick im Stream auch so ein kleines Gespräch mit ihm. Also er findet das Spiel totale Grütze, weil es halt weit weg ist von der Realität. Wieso kann ich jetzt hier niemanden zusteigen lassen? Das ist ja interessant. Stehen wir nicht ganz drin? Wir stehen nicht ganz drin. Okay. Ja, aber ich habe da halt, wie gesagt, die Meinung, ja, es ist eher, es heißt Simulat, ja, ich habe dann auch gesagt, ich kann ihn schon verstehen, weil es heißt ja Railway Simulator und dann sollte man schon so ein bisschen auf Realismus gucken, aber für mich ist es halt ein Spiel, ja, das will gar nicht so realistisch sein. Es will einfach, ja, den Euro Truck Simulator quasi auf die Schiene bringen. Mehr will es, glaube ich, gar nicht. Und einfach ein großes Schienennetz darstellen, was angelehnt ist an die Realität, aber ja, meines Erachtens nach nicht viel mit der Realität zu tun hat. Auch die Signalisierung und alles gibt das Ganze ja schon her, dass es definitiv. Nicht viel mit der Realität zu tun hat, ne? Wenn man sich hier ja, ich finde den Bahnhof erkennt man eigentlich ganz gut hier. Den Berliner Hauptbahnhof. Fernsehturm war auch irgendwo, ne? Hatten wir auch gesehen. Sieht man jetzt nicht, aber gut. Zumindest sieht die Milchstraße schön aus da oben am Himmel. Was aber natürlich auch unrealistisch ist, dass man über Berlin die Milchstraße sieht. Weil viel zu viele Lichtquellen da sind, die
Ja, das Licht der Sterne absorbieren. Aber das ist ja jetzt natürlich, interessiert ja keinen in so einem Spiel. Aber es macht zwischendurch immer mal wieder Laune. Ist mal was anderes. Gerade der Train Simulator und TSW sind da ja doch, muss man immer aufpassen, dass man keine Zwangsbremsung bekommt. PZB, LZB, SIFA etc. Und hier kann man einfach mit W und S einfach Gas geben und Gas wegnehmen, muss hier auf gar nichts achten. Ist immer ganz spaßig zwischendurch. Also mir macht Spaß, sonst würde ich es auch nicht spielen. Ihr kennt meine Devise, ich spiele nur Spiele, die mir Spaß machen. Und das soll auch so bleiben. Würde jetzt nichts spielen, nur weil, ja, ich spielen muss, in Anführungsstrichen, weil auf meinem Kanal danach gefragt wird. Wir dürfen immer noch 80. Ja, es wurde auch gefragt, wenn mal wieder City Skylines kommt. Und dann antworte ich dann immer, wenn ich Lust darauf habe. Und gerade mit diesen Szenarien hier, das finde ich eigentlich ganz nett gemacht, dass man da einfach auch in Züge springen kann, die man sich noch nicht leisten kann oder noch gar nicht kaufen kann, weil man vom Level noch gar nicht so weit ist. Und einfach zwischendurch so, ja, 20 bis 30 bis 40 Minuten Fahrten machen kann und ein bisschen Geld verdienen kann. Finde ich ganz nett. Gibt es ja im Euro Truck Simulator auch, ne, mit Aufträgen, die man dann fahren kann von anderen Unternehmen quasi, dass man da als freier Mitarbeiter quasi dann den LKW übernimmt und die Aufträge fährt, bis man dann halt seinen eigenen LKW hat. Dann auch mit Zugang beantragen für die Bahnhöfe, das ist natürlich in echt, ist das ja. Macht man ja nicht. Das ist mir auch klar. So, auf nach Hamburg. Dann dürfen wir hier, glaube ich, 120 fahren. 100 dürfen wir jetzt? Nee. Warum stand die 100 jetzt da? Muss sie eh nicht fahren dürfen. Fragen über Fragen. Genau. Verklickt. Notbremse gezogen. Ja, nochmal kurz die Map aufmachen, damit ihr auch seht, wo wir lang fahren. Wir fahren hier einmal. Da sind wir losgefahren. Hier. Und dann fahren wir einmal hier hoch nach Hamburg. Immer ein bisschen schneller. Wollen ja nicht. Obwohl. Könnten wir eigentlich so ein bisschen Realismus ins Spiel reinbringen, indem wir einfach viel zu spät kommen. 60% der Züge im Fernverkehr sind nur pünktlich gewesen im August. Im Netz der Deutschen Bahn. Also, das ist schon. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Und in diesen 60% sind schon alle Züge mit drin, die bis zu 6 Minuten Verspätung hatten. Das gilt nämlich als pünktlich im deutschen Fernverkehr. Das ist schon. Na, da gibt es wahrscheinlich keine Statistik, wie viele Züge 6 Minuten Verspätung hatten. Oder weniger. Übrigens habt ihr mir auch geschrieben, dass in Szenarien kein Zugverkehr stattfindet. Das ist nur quasi im freien Spiel, im offenen Game. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, ist halt heftig mit der Deutschen Bahn, ne? Also es wird immer schlimmer. Das deutsche Streckennetz ist total, was die Infrastruktur angeht, total im Eimer. Es soll aber immer mehr auf die Schiene verlagert werden, ob das jetzt Güter oder Passagiere sind. Bin echt gespannt, wo das endet. Das Problem ist einfach, selbst wenn man das Streckennetz ausbauen würde und sanieren würde, ja,
werden der ja wohl oder übel Streckensperrungen durch die Bauarbeiten dann entstehen, was ja auch wieder für Verspätung sorgt. Und das ist ja nicht einfach mal in ein, zwei Jahren fertig, das dauert schon ein bisschen länger. Ja, also da vergeht noch ganz schön viel Zeit, bis das mal, wenn überhaupt, irgendwann mal ja, in einem Zustand ist, wo man sagen kann, jupp, das ist akzeptabel, aber es ist einfach alles kaputt gespart. Und dann halt auch noch die Auflagen in Deutschland immer, ne? Die Behörden, und dann wird von den Bürgern geklagt, und viele Strecken gehen ja auch durch Ortschaften, da kann man nicht einfach mal zwei, drei Gleise noch dazu bauen. Mal angenommen, da geht eine zweigleisige Strecke durch eine Ortschaft, man will aber das auf ein paar Kilometern auf drei oder vier Gleise ausbauen. Das geht ja nicht so einfach. Ja, man kann ja nicht einfach sagen, hier müssen einfach mal 10 Häuser in dem Ort abgerissen werden, weil da muss ja ein Gleis gelegt werden an die zwei vorhandenen schon dran. Das ist ja nicht so einfach. Und selbst wenn es einfach wäre, dann kommt irgendjemand, entschuldigt bitte, aber das ist meine Meinung, kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, der Busch und ja, die Kröte, die in dem Busch lebt, die ist ganz selten. Ja, ihr dürft hier keine Gleis bauen, aber dieses selbsternannten, ah, okay, ein Bahnübergang. Ah, super. 500 Euro, weil ich das Horn ignoriert habe. Aber jetzt aber gleich dürfen wir noch 60. Ich wollte mal gerade was gucken. Was denn du? Achso, hier kann ich gar nicht, wenn ich ein Szenario fahre, klicken. Okay. Ja, entschuldigt, dass ich das so sehe, aber diese selbsternannten Umweltschützer, die schneiden sich ja nur ins eigene Bein. Wenn die dafür sorgen, dass da Bahnstrecken nicht ausgebaut werden können, bleibt halt der Verkehr weiter auf der Straße, ne? Was jetzt der Umwelt so zuträglich ist, das sei mal dahingestellt. Warum hupe ich die ganze Zeit? Naja. Und dann wird wieder für teuer Geld irgendwie Brücken gebaut für Tiere. Selbst für Fledermäuse haben wir hier Brücken bei der A44 hier rund um Kassel. Kosten dann einfach mal 1 Million, so eine Brücke zu bauen, damit die Fledermaus da drüber fliegt. Also, ja. Lass das mal so dahingestellt. Ja, die Chinesen sind da rigoros. Ob das jetzt gut ist, sei dann auch mal wieder dahingestellt. Aber wenn da einer nicht wegziehen will, Junge, da wird einfach die Autobahn um das Haus drum gebaut. Die Chinesen sind da knallhart. So ein Mittelweg ist halt gut, ne? Letztes Mal schon entgleist. Möchte ich nicht nochmal. Auch diese Leute, die sich auf die Straße kleben. Ich meine, ja, ich bin immer dafür, dass man für seine Anliegen dann auch ja, auf die Straße geht und auch seine Meinung kundtut. Aber bitte nicht andere gefährden. Diese Knallköpfe, die sich zum Beispiel dieses Jahr bei der Formel 1 in England da auf eine offene Rennstrecke, wo ein Rennen stattfindet, begeben haben. Zum Glück ist ja vorher dieser Unfall passiert und das Rennen wurde, bevor diese ja, Vollhorsts auf die Strecke rennen konnten, wurde das Rennen ja abgebrochen aufgrund dieses Unfalls, der passiert ist im Rennen. Zum Glück, weil wenn da die Autos mit 300 km/h vorbeidonnern, also da fehlt es mir an jeglichem Verständnis für so Knallköpfe oder auf die Straße festkleben oder so. Ja. Ja, protestieren schön und gut, aber bitte nicht andere dabei gefährden. Das ist keine Ahnung, ob das da so viel bringt.
Das nächste Tier im Gleis. Ja. Wurde hochgebeamt von Scotty auf die Enterprise. Und was da auch immer für Geld dran hängt, ne? Die Polizeieinsätze, die da von der Straße los so machen, wenn die sich da festkleben und ja, auch alle, die da im Stau stehen. Ich meine, da sind ja auch teilweise viele, viele LKWs im Stau, die dann natürlich auch Fracht an Bord haben, da hängen Lieferketten dran und alles. Ja, und was bringt's? Ja, wahrscheinlich gar nichts. Es ist, ja, unsere Welt ist im Wandel und ja, es ist wirklich so, also ich will das jetzt gar nicht beurteilen, ob wir am Klimawandel schuld sind. Das gehört hier auch gar nicht hin, aber es ist halt wirklich so, dass wir nicht gerade ja, der Umwelt Gutes tun, indem wir da unsere ganzen Abgase in die Atmosphäre pusten. Das steht ja mal fest. Gut ist das auf jeden Fall nicht. Aber ob man da so rigoros dann wirklich sein muss. Mein Vater hat das ganz treffend gesagt. Diese ganzen Fridays for Future Aktionen, ich glaube, es ist ja mittlerweile weniger geworden. Entweder es kommt weniger in den Medien oder es ist wirklich weniger geworden, ist ja auch egal. Aber als es wirklich so im Kommen war, da hat mein Vater halt gesagt, alle, die da hingehen und für die Zukunft quasi kämpfen, für den Klimawandel, dass da weniger Abgase in die Atmosphäre kommen und so, also für den Umweltschutz, dem würde ich alle Elektronikartikel wegnehmen. Die dürften kein Fernsehen mehr gucken, gar nichts mehr. Und dann wäre ich mal gespannt, wie die Kids reagieren. Das ist halt, da musste ich ihm leider recht geben. Weil ich glaube, dieses Denken, wenn man Kind oder Teenager ist, was da so alles dranhängt, das ist noch gar nicht da. Es gibt bestimmt auch einige Ausnahmen, aber wahrscheinlich hätte man auch sagen können, hier, wir demonstrieren dafür, dass es ja, in Zukunft die und die Barbie-Puppe gibt, was weiß ich, wofür man demonstriert, die wären trotzdem hingegangen, weil sie halt einfach nicht in die Schule müssen. Ich meine, wir sind alle selber mal in die Schule gegangen oder gehen noch selber in die Schule. Ne? Also wenn man schulfrei bekommt, das freut sich ja in 95% der Fällen, freuen sich die Kids ja. Ne, ohne jetzt jemandem was Böses zu unterstellen, aber ja, wenn es hieß, wir haben heute keinen Unterricht, wir haben Hitze frei oder gehen in die Stadt oder was weiß ich. Gibt es ja immer mal Sachen in der Schule, da haben wir uns natürlich gefreut. Und so, ja, denke ich da halt auch, dass viele, die da teilgenommen haben, halt einfach nur teilgenommen haben, weil sie dafür nicht in die Schule müssen. Und da gibt es ja auch vom Hey Aaron, von dem YouTube-Kanal, gibt es auch eine schönes kleines Video, wo er mal auf so einer Demo war und die Kids da einfach mal gefragt hat, warum die denn da sind, ob die überhaupt wissen, warum. Die meisten wussten es leider nicht. Aber naja. Ja, so wird so eine Fahrt in Train Life auch einfach mal zu einem kleinen Diskurs über Klimawandel. Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, das deutsche Streckennetz der Bahn und dergleichen. Einfach mal ungeplant. Und Deutschland glaubt halt auch immer, die Welt retten zu können. Und das ist leider nicht so. Klar muss einer anfangen. Aber solange so Länder wie China, USA etc. gibt, die alles immer weiter schön in die Luft blasen. Da kann das kleine Deutschland auch nichts machen. Das ist leider so. Wir alleine retten nicht die Welt. Willkommen in Hamburg, würde ich sagen. Gleich schon Station.
Informationszugang beantragen. Aber ja, jetzt haben wir das Ziel erreicht. So. Und dann können wir auch schon bremsen. Zack. Und da vorne wäre schon der Bahnhof der Hamburger. Also ganz schön früh. Was passiert eigentlich, wenn wir unter 20 Minuten da sind? Das will ich jetzt nochmal testen. Das möchte ich jetzt wirklich mal testen. Schaffen wir das noch? Wahrscheinlich, ne? Ja. Gibt es einen besonderen Bonus? War ganz schön fix. Schaffen wir auf jeden Fall unter 20 Minuten anzukommen. Und der Hamburger Hauptbahnhof. Schick. Auch hier natürlich nur an der Realität angelehnt, aber natürlich nicht vollumfänglich realistisch. Und da es nicht unser Zug ist, können wir einfach die Notbremse ziehen. So. Zack. Schön gemacht ist es trotzdem. Kann man nicht meckern. So, Türen wieder zu. Und dann haben wir nicht mal 20 Minuten gebraucht. Nicht schlecht. Schön. Über dem Limit haben wir freigeschaltet. Ja, 42 Sekunden schneller als veranschlagt. 40.000 Euro, 1600 EP. Sehr, sehr schön. Beenden wir das Ganze. Mal gucken, ob wir im Level aufgestiegen sind. Aber ich gehe mal stark davon aus. Jo, ein paar Teile bekommen. Armaturenbrett. Wir sind jetzt Rekrut 4. Sehr, sehr genial. Dann haben wir jetzt auch wieder Punkte zum Verteilen. Unternehmen, eigene Fertigkeiten. Ein Pünktchen. Ja, Bußgeldreduzierung ist gar nicht so schlecht. Ne? Nehmen wir mal. Ja, haben wir hier irgendwas freigeschaltet noch? Hui, München-Saarbrücken könnten wir fahren mit dem ICE 4 in der nächsten Folge. Na, dann haben wir den ICE 4 auch mal. Ich denke, das ist doch gar nicht so verkehrt. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber für die Folge war es das erstmal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Definitiv werden wir immer mal wieder Train Life zocken, weil dafür macht es einfach zu viel Spaß. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.